Wenn es um das Thema Fusion geht, Leute, gibt es natürlich ein Anime schlechthin, der bei uns alle im Kopf sozusagen auftaucht. Ganz klar Yu-Gi-Oh! Ich meine natürlich Dragon Ball, Leute. Der Fusionstanz, die Potara-Ohrringe sind natürlich sehr beliebt und genauso auch in Dragon Ball Sparking Zero gibt es eine Menge Fusionscharaktere. Auf der Gamescom, in der Gamescom-Demo waren schon drei dieser Charaktere, sage ich jetzt mal, vertreten, darunter Gotenks, Vegeto und Vegeta. Und wie diese Charaktere sich spielen und was an denen so besonders ist, schauen wir uns im heutigen Video an, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft, wenn ihr neu auf dem Channel seid, gerne ein kostenloses Abo dalassen, als natürlich auch einen Kommentar und einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solcher Videos sehen wollt. Ich kann jetzt behaupten, dass ich fast jeden Charakter aus der Gamescom-Demo angespielt habe und zu jedem ein bisschen was sagen kann. Gameplay ist natürlich auch vermehrt auf dem Kanal online. Ein paar Sachen werden auch noch folgen. Seid da auf jeden Fall gespannt, aber ich will nicht allzu viel verraten, legen wir jetzt los. Und ich würde sagen, wir reden erstmal allgemein über das Thema Fusion, Fusionscharaktere in Sparking Zero. Ihr wisst, wie es läuft. Man kann so gesehen innerhalb des Kampfes mit den einzelnen Charakteren fusionieren. Das heißt, ich nehme einen Goten mit, ich nehme einen Trunks mit in die Runde. Also wohlgemerkt Kid Goten und Kid Trunks. Ja. Bei Goten ist es, denke ich, nicht so wichtig zu erwähnen, aber bei Trunks, weil es ja verschiedene Formen gibt. Wie dem auch sei, Leute, man nimmt einen Kid Goten, man nimmt einen Kid Trunks mit in die Runde und kann dann innerhalb der Runde fusionieren. Ich habe das Ganze auch im Rahmen des Gameplays hinbekommen. In Sparking Zero, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, gibt es unterhalb der Lebensleiste so einen Pfeil nach oben, der für die Transformationspunkte gilt. Und wenn diese Zahl ist, sage ich jetzt mal, ausschlaggebend oder diese Anzeige ist ausschlaggebend, dass ihr euch überhaupt transformieren könnt. Heißt von der Base-Form in den Super Saiyajin oder Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 etc. Und genauso ist diese Transformationsanzeige auch wichtig, um fusionieren zu können. Fusionieren kann man in dem Spiel, indem man mit L3 bzw. R3 sozusagen gedrückt hält und dann öffnet sich dieses Transformationsmenü, nenne ich es jetzt mal. Das ist die eine Art und Weise, wie man Charaktere fusionieren kann in Sparking Zero. Die andere wäre natürlich, dass man schon direkt die Fusionsform auswählt, sei es jetzt zum Beispiel einen Based Gogeta oder einen Super Saiyajin Gogeta oder einen Blue Gogeta. Die werden sich aber, denke ich, natürlich in der Hinsicht unterscheiden, dass die Team-Cost, es wird ja wie gesagt im Online-Modus auch Team-Cost geben oder Character-Cost, dass die, denke ich mal, von den Fusionscharakteren definitiv höher sein wird. Also von den schon fusionierten Charakteren im Vergleich zu den Based Form, Based Gogeta, Based Vegeta, Based Goten, Based Trunks, die man dann sozusagen in Kombination fusionieren könnte. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das sind die zwei Möglichkeiten, Fusionscharaktere zu nutzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Gotenks seinem Gameplay. Grundlegend, ich habe direkt mit Goten Trunks angefangen, beziehungsweise auch mit der Base Form von Gotenks. Und es ist natürlich ganz klar, und so soll es natürlich auch sein, dass die Fusionscharaktere wie im Anime schon sehr, sehr, sehr stark sind. Und ihr merkt definitiv einen Unterschied, ob ihr jetzt eine Base-Form spielt oder eine Fusionsform. Auf der anderen Seite natürlich auch innerhalb der Fusionsform der Unterschied. Also bestes Beispiel, Based Vegeto als auch Based Gogeta unterscheiden sich, finde ich, vom Spielstil, von den Ultimates und so vom Feeling übertrieben krass zu der Super Saiyajin-Form. Also die Super Saiyajin, Super Saiyajin Vegeto und Super Saiyajin Gogeta im Vergleich zu Based sind meiner Meinung nach schon komplett unterschiedliche Charaktere, komplett unterschiedliche Spielstils und genauso halt dementsprechend auch mit der Blue-Form. Da komme ich aber auch nochmal später zu sprechen, das war einfach insane. Bei Gotenks muss ich sagen, war von den Fusionscharakteren jetzt für den ersten Moment der schlechteste, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu Vegeta und Gogeta. Macht natürlich Sinn, weil die, denke ich, jetzt mal so im Overall-Rating stärker sind. Trotzdem, Freunde, bin ich ein ganz großer Gotenks-Fan. Ich feiere einfach dieses Rumgealbere in seinem Moveset. Genauso aber auch damals in Fighters sehr gerne gespielt. Und da war ich insbesondere von der Super Saiyajin 3 Gotenks-Form, hatte ich sehr, sehr hohe Erwartungen. Ich habe es gefeiert, dass er die Donuts hatte. Mit Based Gotenks konnte ich persönlich nicht so viel anfangen, sage ich euch so, wie es ist. Ich habe aber auch immer nur so paar Moves ausprobiert und halt dann die Ultimate. Das war's auch schon. Und dann bin ich schon weiter zur nächsten Transformation. Super Saiyajin Gotenks war auch stark, aber Super Saiyajin 3 Gotenks, klar, ganz klar, war so mein Favorit. Und du hast auch gemerkt, dass der sich so ein bisschen schneller anfühlt, ein bisschen witziger, ein bisschen wuchtiger. Und dementsprechend kann ich sagen, dass er sich doch sehr, sehr gut spielen lässt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf festlegen würde bezüglich Main Potential. Da muss ich mich im Trainingsmodus nochmal so ein bisschen auseinandersetzen. Aber so grundlegend von den Moves, von den Key Blasts, die er hat, ist halt natürlich bei Gotenks und so immer witzig angelehnt. Es ist ganz cool. Trotzdem
ist da, denke ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Leute, kommen wir jetzt zu Vegetto bzw. Vegito. Bitte macht da keinen Fass auf wegen der Aussprache. Und ich muss sagen, hier hast du schon gemerkt, dass Vegetto sich schon smoother anfühlt. Also im Vergleich zu Gotenks, fand ich. Also definitiv besser. Und klar, hier seine Superattacken, Ki-Attacken, Urknallkanone. War schon geil anzusehen. Vor allem auch so das Laden der Aura. Auch die Sprintangriffe. Ich muss sagen, grundlegend bei den Sprintangriffen, das hatte ich auch im Meinungsvideo gesagt, finde ich das Tracking noch so ein bisschen schwer. Aber ja, Vegetto macht schon Laune, Mann. Du merkst auch hier, sage ich jetzt mal, von der Geschwindigkeit, wie er sozusagen die Kicks verteilt, wie ich gerade Freezer wegbomb, ist schon ein bisschen ein anderes Level, würde ich sagen. Also sehr, sehr smooth. Die Clash-Angriffe sind halt natürlich ultra clean. Gebt euch bitte, wie geil das aussieht, wie Vegetto da ausweicht und so weghaut. Guck mal, schon wieder direkt ein Clash. Da bin ich auch sehr gespannt, wie oft sowas im Online dann passiert. So, überlegt mal, so 5 oder 10 Clashes hintereinander. So, jeder ist am Dodgen. Da kriege ich gerade ein bisschen von Golden Freezy aufs Maul. Und ihr seht an dieser Anzeige, jeder Charakter, sage ich jetzt mal, hat so seine Main Abilities. Und das ist jetzt auch zum Beispiel so ein Buff, den ich bekomme. Hochspannung, der mich 3 solcher Skillpunkte kostet von Vegetto. Und ihr seht, dass halt mein Angriff und Co. kurze Zeit höher geht, mein Damage etc. Also die Symbole kann ich noch nicht alle zuordnen, was die bedeuten. Aber er wird einfach geboostet und die Ulti ist halt auch sehr, sehr clean von ihm. Das Kamehameha. Aber ich habe es nicht getroffen an der Stelle. Ich habe es nicht getroffen. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich vielleicht noch eine Zusatzanimation so dazu gekommen. Das ist bei sehr vielen Finishern. Aber so die Baseform von Vegetto, Leute, ist auf jeden Fall stramm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Kommen wir jetzt zur Super Saiyan-Form von Vegetto, beziehungsweise zu Super Vegetto. Und ja, er sagt es auch, ich bin Super Vegetto. Ihr merkt einfach jetzt, allein schon von der Combo und von den Kicks, wie krass er von der Geschwindigkeit dazugelegt hat. Und das fand ich so insane. Das Ding ist, man konnte Blue Vegetto nicht spielen in der Demo. Das habe ich erst ein bisschen später gesehen. Aber man konnte den leider nicht spielen. Weil, wieso ich das sage, ich hätte sehr gerne den Vergleich von Blue Vegetto zu Blue Gogeta gehabt. Weil Blue Gogeta halt, ja, wir kommen gleich dazu. Aber was ich noch zu Super Vegetto sagen wollte, Freunde, ich habe ihn hier jetzt nochmal in der neuen Runde gepickt, wo ich direkt mit ihm gestartet habe. Die Geschwindigkeit einfach, wie das Kamehameha, sag ich jetzt, rausgeknallt kommt, einfach anderes Level. Im Vergleich zur Base Vegetto. Dann kommen wir natürlich zum Abschluss zur Ulti und Leute, hier hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde es geil, dass hier das Z-Schwert auftaucht. Es wäre stärker gewesen oder wäre auch geil, wenn man irgendwie normal, in Fighters konnte man ja das Z-Schwert auch so nutzen. Nur in der Ulti, sondern auch so normal. Vielleicht hat es aber Blue Vegetto, weiß ich nicht. Aber ich war halt ein sehr großer Z-Schwert, das einfach finde ich so geil. Und wenn ich es nur in der Ulti sehen kann und triggern kann, leider sehr enttäuschend. Und es fehlt einfach ein bisschen was, weil nach dem Z-Schwert, er wirft ihn, spießt ihn, sage ich jetzt, auf wie Schaschlik, zack. Aber danach müsste irgendwie noch ein Kamehameha oder sowas kommen oder eine Urknallattack. Also der Gegner, das war es auch schon von Super Vegetto. Da finde ich, fehlt mir noch was. Hätte man noch so ein bisschen optimieren können. Aber trotzdem, Super Vegetto im Vergleich zu Based, krasser Unterschied overall von den Charakteren, sehr starker Charakter. Abschließend, Leute, kommen wir zu Gogeta und ich finde, ihr merkt auch hier, Digga, Gogeta ist halt Gogeta, so, wisst ihr, was ich meine? Allein diese freshen Moves, die er hat mit seinen Kicks, ich hoffe, wir sehen auch gleich die Grab, wenn ich die mit der Baseform schon gestartet habe oder auch bei Super Gogeta, Super Saiyan Gogeta, diese Move, diese Geschwindigkeit ist auf einem ganz anderen Level. Ihr seht auch hier das Super Kamehameha gleich von Gogeta. Kommt, finde ich, auch relativ schnell und zügig raus. Und es gibt auch hier diesen Buff, dieses Here We Go, wo er dann direkt aber auch schon ready ist, die Ulti zu triggern. Das Big Bang Kamehameha. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt treffen werde. Ich glaube, ich habe einen anderen Move gemacht. Aber schaut oben die Stats an. Die Cam verdeckt es jetzt ein bisschen. Ich bin einfach ultra busted. Also nach dem Move bin ich einfach mega buffed. Da die Grab, Freunde. Diese Drehung einfach. Diese Drehung ist so nice. Direkt den Konter und jetzt kommt das Big Bang Kamehameha. Und ich habe es nicht getroffen. Und jetzt bitte gebt euch den Unterschied, die Transformation zum Super Saiyan. Super Saiyan Gogeta. Einfach viel. Ihr merkt allein schon, das Laden der Aura ist viel wuchtiger.
Und dann auch wieder hier die Geschwindigkeit, Leute, der Kombos. Direkt ein Power-Up, sage ich jetzt mal einfach. Gebt euch das. Auch die Sprintangriffe. Das alles, ich kann es nur unkommentiert. Es sieht einfach so geil aus. Es ist einfach ultra stark. Ich lasse mich da auch gar nicht abbrechen. Brody kommt auf mich angeströmt. Angeflogen. Haut da noch Keyblasts und sowas dazwischen. Aber Yuko geht halt einfach nicht. Abschließend noch die Ulti von Super Saiyan Gogeta. Sieht auch so crazy aus, Alter. Das sieht so krass. Ich finde es auch immer wieder geil, wenn du ins Erwachen gehst, wie der Himmel sozusagen aufbricht, beziehungsweise so dunkel wird, als würde gleich ein Gewitter aufziehen, weil du einfach so full power bist, so weil du einfach charged bist. Und jetzt, Leute, die Transformation zu Gogeta Blue. Und ich kann an der Stelle sagen, ich habe nicht jeden Charakter lang gespielt, aber im Vergleich zu den anderen Charakteren, Gogeta Blue bis jetzt von allen Demo-Charakteren meiner Meinung nach stärkster Charakter. Bitte gebt euch das einfach. Das ist einfach, also allein nur optisch, wie krank der aussieht, aber direkt guck mal, wie schnell die Keyblasts kommen, wie schnell die Aura auflädt. Das war ein Konter, den ich leider nicht getroffen hatte auf Video. Aber auch hier, bitte gebt euch, wie schnell die Ulti beim Gegner ist. Schaut mal. Wie willst du das dodgen? Wie willst du das ausweichen? Freezer hat es nicht kommen sehen, der CPU hat es nicht kommen sehen. Also, unfassbar krass. Ich habe noch ein bisschen Gogeta Blue Gameplay, glaube ich. Aber auch Winning Screen und so, er ist einfach anderes Level. Und hier, Leute, ihr seht es ganz gut. Ich bin Base Gogeta in dem Gameplay und ich versuche direkt in Blue Gogeta rein. Also man muss sich nicht irgendwie an die Stufen halten, du kannst direkt von Base in Blue rein. Geht aber gerade nicht, weil ich zum Beispiel gerade nur einen dieser Transformationspunkte habe. Sobald ich zwei habe, darauf warte ich, kann ich dann in Blue Gogeta rein. Instant, von der Based Form. Jetzt bin ich auf 2. Sollte ich gleich awaken können, zack, von Based into Blue. Freezer spammt jetzt hier noch so ein bisschen rum. Ich wollte halt noch auf jeden Fall die Ulti auf Video haben, deshalb habe ich mich da beeilt. Aber auch die Moves hier insane, Alter. Digga, das ist so krank. Also ihr merkt, wie das wird halt nochmal ganz anders aufgefahren. Einfach nicht getroffen. Konter auch nicht getroffen. Könnt ihr mir nicht verübeln, Leute. Im Nachgang weiß ich, hätte besser sein können, aber an dem Tag war so viel los. Ich bin ja Gott froh, dass ich überhaupt so viele Charaktere abfilmen konnte. Und dann auch nochmal der Move 4. Guck mal, PT, wie schön sieht das aus. Und auch der Damage. Vor allem, du kannst natürlich beide seiner Moves noch boosten, sodass mehr Ki drauf geht, aber auch mehr Schaden. Krank. Und dann bin ich sogar noch in die Based-Form zurück. Aber overall muss ich sagen, Leute, von allen Fusion-Charakteren bzw. allgemeinen Charakteren im Spiel war Gogeta Blue, hat sich einfach mit Abstand am krassesten angefühlt. Und das war wirklich nur, sag ich jetzt mal, die erste paar Runde, so diese, sobald du in die Runde reingehst. Ich habe mich jetzt nicht so krass mit den ganzen Mechaniken, geht gar nicht zeitlich, auseinandersetzen können der verschiedenen Charaktere. Ich denke, da wird bei Gogeta Blue auch noch viel mehr drin sein. Gerade auch der Counter-Move. Aber an und für sich einfach so vom Look and Feel, sobald du in die erste Runde rein bist, war halt Gogeta mit Abstand der krasseste Fusion-Charakter. Ja, ich freue mich trotzdem auf Vegeto Blue, weil da der Vergleich zu sehen zu Gogeta Blue ist natürlich auch sehr spannend. Weil es ja immer heiß diskutiertes Thema, welche Transformation stärker oder besser ist. Ich feiere beide, ich finde beide geil. Und jeder hat so seine Vorzüge. Aber ja, Leute, die Fusion-Charaktere an für sich eine geile Mechanik. Wird auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wir werden gerade überwiegend Vegeta und Gogeta, sage ich jetzt mal, auch im Online-Modus sehen. Weil Goku und Vegeta an und für sich ja schon so krass sind. Und die dann noch im Team zu haben und dann immer noch die Option zu haben, ein Vegeto oder zu einem Gogeta zu fusionieren. Ah, das ist auch ein interessantes Thema. Wann wird man mit Gogeta oder wann wird man zu Vegeto, wann wird man zu Gogeta? Die Theorie, die ich hatte, aber das ist noch nicht zu 100% gestützt, ist halt, wenn du Z-Goku und Z-Vegeta hast, wird es zu Vegeto. Und wenn du Super-Goku und Dragon Ball Super-Vegeta hast, wird es zu Gogeta in der Fusion. Ich glaube, du kannst nicht beide aussuchen. Bin mir aber da nicht zu 100% sicher, das sind noch so Themen, die offen sind. Aber grundlegend, Fusionscharaktere sehr, sehr krass, fühlen sich stark an.
Und ja, ich würde ja sagen, Freunde, wenn ihr auf der Gamescom wart und die Demo angezockt habt, was eure Meinung zu den Charakteren ist, aber auch von dem, was ihr bisher gesehen habt, wer ist so euer Favorite von dem Gameplay, von den ganzen Fusionscharakteren?